früher war ich mal das Splash Festival. Das, also so, zumindest für mich war das so die erste Festival-Sozialisation. Da haben wir vorne im Garten der Oma übernachtet und sind hier aufs Splash gegangen. Und hier sind wir über den Zaun geklettert. Da sind wir über den Zaun geklettert. Über Zaun geklettert. Hier standen wir ganz oft. Und hier wurden wir erwischt. Da über den Zaun geklettert, hier erwischt worden. Ja, also als Bates sind wir auch viel unterwegs gewesen. Gerade also in den Anfangsjahren haben im Prinzip jedes Wochenende auf irgendeinem Kaff gespielt im Sommer. Und dann jeden Montag über festgestellt, das einzige Kaff scheinbar, in dem es kein Festival gibt, ist halt unser Kaff. Ja, und dann haben wir eins einfach dann selber gemacht, ein Festival. Das ist jetzt nicht so, dass wir denken, wow, DIY ist total cool. Wir haben einfach nicht so viel Geld. Wenn wir viel Geld hätten, dann würden wir es auch gerne von Profis machen lassen. Aber haben leider kein Geld. Deswegen müssen wir, also müssen unsere Kumpels mit anpacken und so. Und ich glaube, das macht es uns ein bisschen aus. Das merkt man auch, dass, so, dass wir das machen. Es gab es bestimmt schon mal, wir haben das bestimmt nicht erfunden, aber wir versuchen das schon so ein bisschen also so zu machen, wie, das, also wie wir es schön fänden, wenn wir als Band irgendwo hinkommen würden. Und wenn man halt merkt, dass die Leute, die das Festival machen, das nicht machen, weil sie eine Aktiengesellschaft sind und damit irgendwie jetzt mal einen großen Rubel machen wollen und jetzt mal so ein Ding aus dem Boden stampfen, auf irgendeinem Feld, wo sie im Festivalmarkt einsteigen wollen und so ein bisschen sondieren oder so, sondern das halt Leute machen, die also einfach nur Bock haben, ein Festival zu machen. Und also unter Umständen, also damit auch nichts verdienen und damit auch unter Umständen auf die Fresse fliegen könnten. Selber als Musiker Veranstaltungen durchzuführen, also ich habe mich da einmal so ein bisschen reingewagt und sowas, habe es dann aber gleich völlig mit kaputten Nerven aufgegeben, dass es wirklich so anstrengend ist und auch so viel, so eine Band von A nach B zu bekommen, das ist so höllisch anstrengend, das ist nichts für mich. Dieser Bus fährt jeden Tag, jede Woche, jedes Jahr. Hinterm Bus der Himmel dunkel und vor uns ist er klar. Und müde siehst du aus, draußen zieht die Stadt vorbei. Jetzt weiß ich, wer du bist, das Mädchen von der Kasse 2. Auf deinen Nägeln gibt's Bilder, von ihnen sind fern von hier. Doch wir werden immer Bus fahren, das weißt du, das wissen wir. Ich hätte dir noch was zu sagen, doch meine Busfahrt ist vorbei. Aber wir sehen uns morgen, du bist das Mädchen von Kasse 2. Ich weiß nicht, ich fahre immer gerne in den Osten und sowas. Das ist immer schön rumpelig, die Leute lassen sich nichts erzählen, ballern ordentlich zurück. Das finde ich immer sehr gut. Nein, nein, aber Chemnitz kenne ich gut. Meine Großtante kommt ja aus Chemnitz. Es gibt eine Zeit zu rennen, es gibt eine Zeit zu ruhen. Es gibt Tage, an denen man sich anstrengen muss, die simpelsten Dinge zu tun. Es gibt für alles eine Antwort. Es gibt für alles eine Zeit. Ich meine, auf doof gesagt, haben das ja fünf Dödels aus Karl-Marx-Stadt gerade geschafft, einen Fokus auf eine Stadt zu legen. Ich meine, sehen aus wie die Warriors aus Dessau oder irgendwie sowas. So, ja, wir machen jetzt Lieder über den Osten und alle so, ja, ist klar, super Idee. Jo. Und so, und plötzlich sind sie die Bosse von Deutschland. Ne? Das ist total super. Und Jay-Z singt uns ein Lied. Und wie häufig schlägt dein Herz. Siehst du Himmelwärts in der Schönheit des Moments, wenn du lachst und schreist und rennst und Jay-Z singt uns ein. Wir haben inzwischen eigentlich auch ein ganz schönes kreatives Kuschelumfeld im deutschen Rock, das muss ich echt sagen. Also wer da mitmachen will, das ist echt eine super Veranstaltung. Also so jetzt gerade, was ich so, das ist, darf ich das sagen oder sowas? Aber ich habe mich mal mit Campino unterhalten und da meinte er, Tees, weißt du was, es war noch nie so schön Musik zu machen wie heute. Ich so, ja, aber so. Früher war doch auch schon. Er meint so, nee, er meint, heutzutage würde ihm die Musik so gut gefallen, die jungen Leute machen. Und damit meint er halt sozusagen mich immer noch. Und da war auch so Kraft, glaube ich. Ich meine, das ist ganz toll, mit so jüngeren Leuten abzuhängen und die, wo er dann einfach auch die Musik einfach total schätzt. Ich meine, das war früher halt anders. Als ich noch ein kleiner Junge war, so 16 und auf dem Dorf gewohnt habe, gab es so eine befreundete Schülerband. Und da hat der Veranstalter des der Beat Gottwald, der jetzt die Managementfirma hat mit Kraftklub und Casper und sowas, der hat da in der Band mitgespielt. Und ich bin, glaube ich, der Typ, der den am längsten im Musikbusiness kennt, sozusagen. Das ist ja immer, wenn man so in der Musikbranche ist, ja so ein Traum, eigenes Festival. Ne? Was halt super praktisch war oder auch, was alles so zum Leben erweckt hat, ist eben auch der große Freundeskreis von den Jungs, der eben
hier aus Chemnitz ist. Es ist ja so, dass wirklich jeder irgendwie immer jemanden kennt für das und das. Ne? Ansonsten kannst du halt alles mit super viel Geld regeln. Das super viel Geld haben wir nicht. Wir sprechen die Region an, einmal von den Besuchern her, aber genauso wie von den Helfern. Wir haben ja über 100 Leute, tatsächlich auch aus den Freundeskreisen von Kraftklub und weitergehend, die hier über eine Woche lang von morgens bis tief in die Nacht arbeiten. Das kam halt einfach alles sehr, sehr günstig zusammen. Und dann natürlich auch der Erfolg von Kraftklub selber, der natürlich uns auch die Chance gegeben hat, das relativ schnell auf ein gewisses Level zu bringen. Weil ansonsten ist ein Festival natürlich eine wahnsinnig hohe Investition, wo du gar nicht weißt, kann ich die Bands buchen, kann ich die mir leisten, kriege ich überhaupt die Aufmerksamkeit, interessiert das irgendjemand aus den Medien. Wir sind Festival Nummer 368 in Deutschland, ne? So gefühlt. Warum sollte das relevant sein? Es gibt an jeder Ecke ein Festival. Und dann war das halt relativ schön, dass die Kraftklubs damit Bock drauf hatten. Dann hat das Festival ein Gesicht, dann kam eine Idee und dann kam eins zum anderen. Es muss organisch wachsen, weil man merkt das einfach, die Leute haben so einen Spaß, weil es eben nicht so beengt ist. Weil hier kannst du eine Band noch ganz anders sehen, die ist viel näher dran, als wenn du mit 60.000 Leuten halt irgendwo stehst. Direkt am See ist die Hauptbühne. Man steht direkt neben dem See, Leute baden, können teilweise noch aus dem Wasser die Band sehen. Hier kommen gerade die zugezogen maskulinen Leute mit dem Tretboot an. Haut ab! Haut ab! Das ist unser Ufer! Haut ab! Das ist so eine kleine Tradition. Es wird immer ein Flunkyball-Spiel spielen gegen große Gegner. Wir brauchen Gegner, keine Opfer. Sind auf dem Zeltplatz gesteppt und haben da halt ein Spiel gespielt gegen die, die es vorher gewonnen hatten. Ja, wir verlosen dann 5 Tickets und kann man sich als Team quasi bewerben. Wir suchen dann die Schwächsten raus und verlieren leider. Wir sind halt Zweiter geworden. Ganz knapp, aber ja. Zweiter. Hey. Zweiter. Immerhin Zweiter. Ich bin Weltmeister. Ja. Vize. Hinter der Hauptbühne auf dem Hang ist halt so eine kleine Bühne. Das ist heute die Herzblattbühne und morgen ist es die Comedy Stage. Da vorne sind Toiletten. Also ganz, ganz rechts ist die kleine Bühne, die Noisy Bühne. Da sind quasi die Newcomer-Bands, aber auch kleine, große, sag ich mal. Neulich hatte Kumpel was erlebt. Er wollte nur nach Haus, es war schon spät. Er bog ein, wie immer, in die Schillerallee. Und dann? Da war es zu spät, die hatten Sturmgewehre und Panzerfäuste, haben Feuer gespuckt. Ich sag euch Leute, das war höchst gefährlich. Also eins ist klar, willst du überleben, musst du Taxi fahren. Und so labern sie weiter. Ich wollte nur kurz ein paar Fritten essen und schau dabei. Also wir sind heute sehr früh angekommen. Ja, ein paar sind auch baden gegangen. Ich glaube, das ist so die schönste Kulisse für ein Festival, die man so ziemlich haben kann. Rock am Ring ist für mich ein bisschen zu sehr, man versucht auch pompös zu machen, man lädt nur die größten Headliner ein, man bezahlt sie mit Millionen Gagen und man ist auf so einem geteerten Platz. Im Gegensatz zum Kosmonaut ist das mir einfach zu viel Werbefläche. Hier hat man Grün. So, das ist allein schon ein Grund, irgendwie eher aufs Kosmonaut zu gehen als zu Rock am Ring. Spricht wie immer nicht von diesem Land.
generell ist es so, dass wir halt irgendwie geguckt haben, dass so ein Festival ja nicht nur irgendwie von so Mucke und Saufen lebt. Nach dem, keine Ahnung, 6. Konzert an einem Tag ist man auch irgendwie so satt oder man braucht so ein bisschen eine Pause. So. Und da gucken wir halt immer, dass man dafür vielleicht doch so ein bisschen Kopf frei kriege, Alternativprogramm irgendwie kriegt. Also die Idee von dem Herzblatt war, dass quasi 3 Kandidatinnen aus dem Publikum, also die Leute, die halt da oben rumgehangen haben irgendwie, die wurden auf die Bühne geholt und die mussten dann ein bisschen was über sich erzählen und so. Und dann kommt auf die andere Seite, ne, getrennt durch eine Trennwand, der männliche Kandidat. Wenn ich jetzt den Applaus so vernehme, scheint er nicht so geheim zu sein, unser geheimer Kandidat. Ich bin eher so der unentscheidungsfreudige Typ. Ich tue mich da traditionell immer ein bisschen schwer mit so weitreichenden Entscheidungen, aber ich gebe mir Mühe heute, das trotzdem hinzukriegen. Er hat die Bodenhaftung behalten. Er spricht klar über seine Defizite. Das ist ein weiterer Sympathiepunkt für unseren geheimen Gast. Kandidatin 2. Nach einer langen Woche auf Montage komme ich zurück. Verschmiert von oben bis unten mit Öl und völlig abgearbeitet. Steht mir der Sinn nach Entspannung. Was tust du? Massage mit Happy End. Meine Güte! Happy End, nochmal zum Verständnis. Ne? Ich bin, wie gesagt, nicht sehr... Das ist Sex. Ist Sex schon gemeint, ne? Muss nicht sein. Ist damit etwas Sexuelles gemeint? Mit Happy End? Ja. Ah! Ja! Es ist im Grunde genommen ein Vorzug von Chemnitz zurzeit, ist zum einen schlicht die Lage in der Stadt. Gemessen an der Größe der Stadt, finde ich, gibt es ein doch recht vielfältiges Angebot, also sowohl für bildende Kunst als auch was Clubs und die Musiklandschaft betrifft. Also hier gibt es ja nur ganz eindeutig diesen Bezug zum Beispiel zu Sigmund Jähn, zu der glanzvollen Weltallgeschichte, was das Erzgebirge betrifft und das Kosmonautenzentrum hier in der Stadt und so weiter. Das sind dann irgendwelche originellen Sachen, wie ich finde, die sind nicht so beliebig. Und das macht dann so ein regional verwurzeltes Festival eigentlich so interessant. Also die Kulturszene zu DDR-Zeiten hier in der Stadt war eigentlich sehr interessant und vielschichtig, weil es gab hier keine Kunstschulen im Unterschied zu Dresden und Leipzig. Hier hatte sich dann so eine Situation ergeben, dass viele Künstler hier gewissermaßen ihr Ding machen konnten, ohne jetzt so im Fokus der offiziellen Kulturbeobachter zu sein. Karl-Marx-Stadt war immer eine Industriestadt und was hier an Kunst gemacht wurde, wurde nicht so extrem beobachtet wie meinetwegen in Leipzig oder in Dresden. Und das hat freie Räume ermöglicht. Dieses Gespenst der Gentrifizierung ist an Chemnitz vorbeigezogen und wird es auch noch viele Jahre tun. Und das ist natürlich für kreative Leute ein Segen. Man hat hier günstige Arbeitsmöglichkeiten und man kann an günstige Räume ran und das ist ja sehr wichtig und man merkt das natürlich auch an Städten wie Berlin, Hamburg, um nicht noch schlimmere Beispiele zu nennen, dass es immer extremer wird für Leute, die sich praktisch mit der Kunst befassen und die auch in irgendeiner Form ein Atelier brauchen, Studio, Proberäume, wie schwierig das wird und da ist in Chemnitz, was einst ein großer Nachteil war, dieser gewaltige Wegzug von Bewohnern, hat sich, was das betrifft, zu einem Vorteil entwickelt. Also man kann hier gut und günstig arbeiten und muss natürlich exportieren. Aber das war ja schon immer eine Stärke der sächsischen Industrie, auch der Kunstindustrie. Ja. Super geiler Tag. Ich könnte mir alles angucken. Wenn wir nicht noch spielen müssten, dann würde ich mir alles angucken. Der Regen ist natürlich ein bisschen blöd, aber ich habe schon so ein Regencape dabei, das ziehe ich mir gleich über. Und jeden Morgen klagt mein Magen und der Spiegel spricht mich schuldig. Und mein Kopf stellt tausend Fragen und wird langsam ungeduldig.
Also ich hätte super Bock, ein eigenes Festival auch mal zu schmeißen, dann in Köln halt. Für irgendwelche Bands, die man auch selbst cool findet. Ja, natürlich ein großer Aufwand, der dahinter steckt, was man hier auch sieht, was die alles aufgebaut haben. Ich glaube, man muss da erstmal klein anfangen und irgendwie lernen, wie das funktioniert und Freunde, bekannte Musiker also einladen und mit denen Musik machen. Und dann, wenn sich daraus was ergibt, ist das sehr schön. Gerade in Köln, so ein Open-Air-Festival gibt es da, glaube ich, noch nicht so ein großes. Summer Jam. Summer Jam, ja, okay. Ich will nicht jeden Morgen von neuem letzte Nacht bereuen. Ich würde viel lieber jeden Morgen von neuem von dir träumen. Nach uns spielt KIZ und dann singe ich auch ein Lied mit denen. So ein bisschen nach 8. Ich glaube, es wird ganz gut. Weißt du noch, als wir in die Tische ritzten in den Schuhen? Bitte Herr, vergib ihn nicht, denn sie wissen, was sie tun. Unter den Pflastersteinen wartet der Sandstrand. Wenn nicht mit Rap, dann mit der Pumpgun. Und wir singen im Atomschutzbunker. Hurra, diese Welt geht um. Ja, ehrlich gesagt, wir hatten den Song schon, wir haben jemanden gebraucht für den Refrain, der passend ist. Und dann haben wir Henning Mais Schwachstelle gefunden. Die können wir jetzt hier natürlich nicht verraten, aber dann war er gezwungen mitzumachen. Ja. Und wir singen im Atomschutzbunker. Hurra, diese Welt geht unter. Hurra, diese Welt geht unter. Auf den Trümmern das Paradies. Es war einfach mal an der Zeit, uns selbst ein Denkmal zu setzen, weil irgendwie kam kein anderer bisher auf die Idee, das für uns zu tun. Das sind wir auch immer noch ein bisschen stinkig auf alle anderen, aber jetzt ist es zum Glück soweit und alle können uns huldigen. Ja, wir werden auch sehen, ob wir vielleicht Fördermittel der Europäischen Union dafür klar machen können, dass wir die noch in angemessenerer Größe irgendwie produzieren können. Vielleicht in Brüssel oder einer anderen randständigen Metropole dieser Welt. Kraftluft mussten die für uns basteln, diese Statuen. In sehr langwieriger Fitzelarbeit unter Peitschenhieben in einem dunklen Keller, in dem gelegentlich Kohlenmonoxid in die Atmosphäre gestreut wird. Ich finde es gut, dass sie sich endlich mal beschäftigen, einen richtigen Job lernen, weil Musik liegt denen ja nicht so. Ist ja nichts Handfestes. Genau, ich finde es gut. Jetzt können sie auch den Eltern ihrer Freundinnen auch erzählen, was sie wirklich machen. Veranstalter klingt zumindest etwas seriöser als ich mach Musik. Es fahren Fahrzeuge durch die Gegend mit bewaffneten Takatuka Ultras, Milizen. Die sind auf der Suche nach euch Hatern. Die werden euch finden. Zelte werden durchsucht nach Merchandise von anderen Bands. Wir regieren mit harter Hand auf dem Kosmonaut. Wir haben hier das erste Mal in diesem Jahr eine Bühne, die nennt sich Creepy Comedy Club. Irgendwie hatten wir mal gesprochen, so Kraftclub und so, dass wir mal so eine coole Comedy-Bühne machen wollen. Auch ein Gegenentwurf zum üblichen Comedy-Klamauk in Deutschland. Ja, yeah, ich bin heute hier mit der Deutschen Bahn angereist, alte Familientradition. Und mir ging es ehrlich gesagt nicht so gut heute den ganzen Tag über. Ich hatte so ein bisschen Burnout. Darf man das überhaupt sagen als Jude in Deutschland, dass man Burnout hat? Es wird dann öfter gesagt, das ist hart und so, aber man muss einfach nur Facebook einschalten alles. Und ich finde, das ist viel härter als das, was ich mache. Man bildet es eigentlich nur noch mal ab. Und ich empfinde es sogar noch softer, als wie es eigentlich in der Realität ist. Haben wir noch andere Minderheiten hier heute Abend? Schwule, Schwarze, Schwule-Schwarze, Ossis mit Job. Ich finde auch, dass Stand-Up-Comedy auch grundsätzlich auch in größeren Räumen stattfinden kann. Der Ansatz und die Haltung bei diesen ganzen Sachen, Bühlen-Schälern, Cindy aus Marzahn und diese ganze eigene Welt, das hat für mich persönlich nichts so mit Comedy zu tun. Also wo ich überrascht war, ich bin ein großer Louis C.K.-Fan und ich war in New York über Weihnachten, Silvester und der hat dann nämlich im Madison Square Garden zum ersten Mal gespielt. Und das war sehr interessant, weil ich dachte auch so, man denkt sofort Mario Barth, peinlich, aber Louis C.K. hat es echt geschafft, ausverkauft am Madison Square Garden, also 18.000 Leute. Einfach nur eine schlichte Bühne, ohne Shishi, ohne alles. Ein Hocker, ein Mikro. Und der hat es echt geschafft, so eine total intime Atmosphäre trotzdem zu kreieren. Stand-up-Comedy sollte ehrlich sein, wahrhaftig, persönlich, auch Brüche zeigen.
die Ostdeutschen und die deutschen Juden vereint ja was. Und zwar haben wir seit der Wiedervereinigung dieses kleine November-Problem. Ne? Mich rief auch letztes Jahr im September diese Veranstalterin vom Admiralspalast Berlin an und sagte, Mensch, Olli, weiß ja, was bald ist, 9. November, da machen wir im Admiralspalast eine Riesenparty. Mauerfallrevue, das wird super, da musst du unbedingt vorbeikommen. Sag ich, du, 9. November ist schlecht, da haben wir Reichspogromnacht. Sagt sie, mach doch nichts, bringst du deine Leute halt mit, feiern wir alle zusammen, wa? Also die Leute, die mit meinem Humor nichts anfangen können, sind keine Antisemiten, sind einfach nur humorlose Arschlöcher. Ja. Am Anfang waren wir ja der geheime Headliner. Und dann ist halt auch so, ne? Erstens finden wir die Idee ganz lustig, eigentlich ist sie wirtschaftlicher Harakiri, weil die hat irgendwie... Weil du brauchst halt wirklich Leute ja eigentlich, die vom Headliner gezogen werden. Wir verraten den aber nicht, das heißt, der kann auch nicht ziehen. Aber natürlich kriegt man den auch günstiger, wenn man nicht aufs Plakat schreibt. Ne? Gewusst wie. Beim Wettbüro, also wenn du ein ganz smarter Typ bist und hast dann, oder eine Frau, oder ein ganz smarter Wettteilnehmer oder Teilnehmerin, dann kannst du abstimmen im Internet, kannst auf den tippen und wenn du gewinnst, dann wird unter den Gewinnern nochmal verlost. Und dann gibt es ein Wohnzimmerkonzert zu gewinnen mit der Band KIZ. Wir werden in euer Badezimmer, in euer Waschbecken kacken. Ja. Und eure Freundin. Ja, wenn sie will. Wer will das nicht? Wer will das nicht? Naja, ich habe eine Umfrage ja gemacht fürs Kosmonaut-Festival. Und da hatte ich ein Mädchen gefragt, was wünschst du dir? Ein KIZ-Wohnzimmerkonzert? Eine Massenvergewaltigung bei dir zu Hause oder eine Gasexplosion? Und sie antwortete, da kommt doch alles auf das Gleiche raus, oder? Letztes Jahr war es ja, war der geheime Headliner ein fettes Brot. Und das haben wir auch schon wirklich sehr ernst genommen. Da war ich dann den ganzen Tag, da war gerade Fußball-WM, da war ich den ganzen Tag bei denen im Hotel und habe mir den Fußball geguckt. So als Gastgeber, weißt du, muss man auch so ein bisschen da sein. Ich kann nicht schlecht sagen, so, ja, schön, dass ihr es macht und jetzt haut mal ab ins Hotel, versteckt euch. Dann sind jetzt tatsächlich mit Tüten über dem Kopf aufs Gelände gefahren, aus dem Hotel sogar schon raus mit den Tüten. So alles in so einer Reihe, dann in die Autos rein, hierher gefahren, auch mit Tüten über dem Kopf, aus den Bussen raus, in den Backstage reingeflüchtet. Damit die Leute Backstage halt auch nichts wissen. Auch nichts wissen. Das war halt wirklich abgefahren, weil, mal sehen, ob wir es hier auch wieder hinkriegen, aber die Leute haben halt wirklich, bis der Vorhang fiel, also wusste niemand, dass die jetzt auf der Bühne stehen. Hallo Kosmonaut-Festival! Vielen, vielen Dank, dass ihr alle da seid. Dankeschön! Und vielen, vielen Dank den ganzen Leuten, die das Ganze die ganze Woche über aufgebaut haben, die alles geschnitzt haben, unsere ganzen Kumpels, die ganzen Leute, die gearbeitet haben. Dankeschön auch diesen Menschen! Und vielen, vielen Dank all den tollen Bands, die aufgetreten sind und noch auftreten werden. Und vor allen denen, die sich auf diesen Schabernack einlassen. Kosmonaut Festival, viel Spaß mit dem geheimen Headliner! Secret Gig zu sein war schon mal verrückt, weil es das erste Mal war in meinem Leben. Secret Gig zu sein ist wahnsinnig gewesen, man war tierisch aufgeregt. Und es war so secret, dass tatsächlich Leute aus der Band bei uns nicht wussten. Also unser Bassist Beat stand heute beim Bus, wollte nur was abgeben, wieder weggehen. War die ganze Zeit bei uns im Kalender, ich war der Einzige, das wusste, stand Trier. Und alle dachten, wir fahren irgendwie nach Trier und ein paar haben vergessen, dass überhaupt irgendwas ist. Also es war so secret, dass tatsächlich Leute aus der Band das nicht wussten. Yeah. Will da oben rein, mal sehen, wie es macht. Ich will ja gut sein, auch wenn's nicht immer klappt. Lauf durch die Straßen im Winter, verteil Schuhe und Brot. Mädels und Jungs, dieses Leben ist kein U-Bahnhof. Fahr mit nem eigenen Wagen über den CSD. Schmeiß Gummis in die Menge und schrei gay, okay. Mach was du willst, auch wenn's keinen bewegt. Keiner versteht, wo mit ner Blonden und Brünetten in der Dreier-WG. Ja, einer meiner ersten Gigs damals war hier das alte Splash-Gelände. Splash hat hier angefangen, damals auch mit dem Zelt mit 5000 und dann war ich bei der Underdog-Crew war, haben wir hier unseren ersten Auftritt, haben den ersten großen Auftritt gehabt, da war ich Backup-Rapper, war ich 15 und da haben wir hier gespielt, als zweiter Act auf der Bühne. Also mach ich mir einen schönen Abend, doch kann ich schlafen, denn wie so oft stelle ich mir diese eine Frage. Oh mein Gott, dieser Himmel, wie komm ich da bloß rein? Oh mein Gott, dieser Himmel, wo zur Hölle soll der sein? Chemnitz ist ja die Stadt im Osten, wo Hip-Hop auch groß geworden ist und die viel gemacht haben. Und Chemnitz war immer die Hochburg, war immer so das, was über Stuttgart drüben war, war Chemnitz im Osten.
das ist was Besonderes, immer hier zu sein. Wir haben ja oft Gigs gespielt, haben ja aufgelegt, haben ja 1000 Shows gespielt. Als der Talschock haben wir gespielt und ja, ist eine geile Stadt, eine echte Stadt. Und das finde ich ja immer ganz besonders wichtig. Also ich glaube, mit Rostock und Chemnitz und so, das ist, war schon immer eine ganz gute Connection. Bester anstellt schon mal das Weihwasser kalt, die Welt zu verändern, alles liegt in meiner Gewalt. Wenn ihr guten Tipp habt, eine gute Newcomer-Band, wir sind auf der Suche. Also wir suchen Bands, die jetzt noch nicht so bekannt sind und dementsprechend billig sind, aber dann einem Jahr total bekannt sind. Wenn ihr so eine Band kennt, dann immer gern zu uns. Wir müssen möglichst schnell jetzt schon die Verträge für nächstes Jahr aushandeln. Ich stehe total bewundernd davor, dass man sagt so, also dass man erfolgreich wird als Band und dann es ja auf diese Art auch zurückgibt. Das ist extrem beeindruckend. Guckt uns an, wir haben das Geld einfach verprasst. Die Live-Sache lebt wahrscheinlich einfach so, weil man einfach nichts groß faken kann. Alles, ziemlich viel ist gefaked, finde ich, so in der Welt gerade. Alles passiert über die Media und Live-Konzerte kann man eigentlich nicht tricksen. Entweder du hast deinen Scheiß da drauf und die Leute finden es gut oder die finden es eben nicht gut. Was wirklich krass ist, dass man mitbekommt, dass so ein Festival echt Arbeit ist, dass da echt viel zu tun ist. Und das lehrt uns zumindest so ein bisschen Demut. Wir machen das so lange weiter, bis es schief geht. Bis der Geldhahn zu ist. Es ist halt auch schön, irgendwie Freunde quasi nach Hause einzuladen. Ja. Und dann hat man ja zufällig noch ein Festival. Ja, das stimmt. Das ist die Küche, Bad und hier unser Festival. Das stimmt tatsächlich. Das ist wirklich so, dass ja Chemnitz immer so eine Zurückkommastadt ist. Ne? Zum Beispiel zu Weihnachten, da treffen sich immer alle wieder. Alle Leute, die so in die Winde verstreut sind, die treffen sich alle wieder und feiern zusammen. Und es schickt sich so ein bisschen an, dass das Kosmonaut-Festival quasi der zweite feste Punkt ist, wo alle so wiederkommen und sich da zu Hause treffen. Und das ist ganz schön.